Willkommen zurück zu Cyberpunk. So, ich habe schon nicht mal kurz die Pause zwischen den beiden Episoden genutzt, um ein paar Armadillo-Mods herzustellen. Und ich brauche noch mehr Items für 4 Eisenslots, weil das Shirt hier hat jetzt einfach mal 821 Panzerung mehr. Also es steht jetzt hier aus irgendwelchen Gründen 4 mal da, aber eigentlich macht jeder Mod macht nur 100. Eigentlich sind es auch nicht 800, sondern es sind echt nur 400. Also das ist total buggy, dieses Berechnungsding von der Armor. Das Einzige, was ich nicht ausgetauscht habe, sind diese Buddy-Dinger, die ich hier noch drin habe. Aber ich brauche, prinzipiell brauche ich eigentlich noch andere Sachen. Das ist wirklich ganz witzig mit diesen Armadillo-Mods, weil man kann nicht direkt einen blauen herstellen, aber du hast irgendwie eine zufällige Chance, das hatte ich irgendwie anders verstanden, wenn du einen herstellst, dass du einen kriegst. Und die Dinger sind an sich total billig herzustellen. Und ich habe dann halt gerade irgendwie einfach mal gefühlt 100 Armadillo-Dinger gebaut. Und das kommt dann halt irgendwie immer was bei rum. Also du kannst halt eine Weise bauen, aber ich kann halt irgendwie... Ich weiß gar nicht, ist das, ich habe noch einen Levelpunkt für immer drauf. Aber ich glaube, ich kann noch nicht leveln. Ich habe ja hier irgendwo, dass ich das... Ich möchte das Herstellen von seltenen Items. Genau. Und ich bräuchte... Ich kann es eh bescheiden. Also theoretisch müsste ich auch blau... Müsste ich auch lilane herstellen können. Aber ich habe keinen einzigen lilanen gekriegt, dass ich nicht mehr nicht an, dass es geht. Ansonsten... Bin ich jetzt wesentlich mehr gerüstet als vorher. Wir werden das wahrscheinlich gleich direkt mal... Ich soll mich eigentlich reinschleichen, aber... wir werden das wahrscheinlich gleich merken, weil ich habe jetzt 100 Rüstungen. Ich habe jetzt halt 1200, aber wie viel Rüstung habe ich? Ich kann schon Inventar, warum mal. Ich habe jetzt 1562 Rüstungen. Ich weiß nicht, wie viel ich vorher hatte, aber ich hatte vorher halt wesentlich weniger. So, wir sollen eigentlich zum Ausgang latschen. Wie? Ich höre. Was ist? Stabilitätscheck. Empfang auf deinem Link okay? Mhm. Scheint so. Ah ja. Ich bin übrigens immer noch sehr beeindruckt, dass sie halt einfach mal ihr eigenes... Jetzt erstmal zu. Was bietest du hier denn genau an? Verschiedenes. Was mir so zufällt. Sind harte Zeiten. Ich muss jeden Annie dreimal umdrehen. Ich verkaufe alles, was ich so finde. Ah ja. Was hast du heute im Angebot? Zeige ich dir, Schätzchen. Du wirst nicht enttäuscht sein. Ja. Oh, was gibt's denn hier Schönes? Ach, legendäre Quick-Hand-Komponenten. Was haben wir hier Schönes? Verseuchung. Giftheader hebe ich länger an. Ach, das ist ja schön. Ja, ich habe aber leider keine Slots mehr frei. Ich finde es sehr fies, dass der Mensch gesagt hat, dass es... Ja, das sind aber eigentlich nur die Dinge, die ich schon kenne. Nein, das ist nichts Neues. Dass dieser fiese Mensch gesagt hat, dass ich meine Cyberware-Shit ist. Dabei habe ich doch extra schon dieses Tetratonic-Deck. Ich meine, wenn ich jetzt nicht gerade noch irgendwie was von Nightcorp finde, wird es wahrscheinlich nicht mehr so viel besser, oder? Weil, ist ja auch mehr so ein Angebot nach. Ich mag es ein bisschen Pazifika tatsächlich. Also dieser zerfallene Charme-Dingsbums, das hat schon irgendwie was. So, die Helikopter ist mit Leute weg und das raucht aber immer noch hier. Mächtig. Ja, das ist... Wie lange ist denn das hier schon verlassen? Die Flamingos stehen noch. Der hat auch keiner demoliert. Jetzt treffen wir uns mal mit seinen Leuten. Explosion auf... Aber die Werbung hängt hier noch, oder was? Na wohl, gut, die Cops sind wahrscheinlich bis vor kurzem hier noch zumindest noch beigedüdelt. Müssen wir mal so einen Automaten übrigens nochmal kurz gehen, weil mir ist aufgefallen, dass ich irgend so eine komische Ikone bei habe, die 750 wert ist. Die kann ich jetzt müssen mal verticken. Also sind das die Leute oder sind das irgendwelche... Zählt keine Cyberware? Die Voodoo Boys selbst haben keine Cyberware? Haben die wirklich gar keine? Die haben wirklich keine, ne? Ist eigentlich sehr klug, muss ich mal so sagen. Das ist so ohne Cyberware auszukommen. Der Voodoo Boy Posten ist ganz schön weit weg. Warte mal, ich muss hier vielleicht eventuell mal kurz mein Motorrad herbeirufen, weil ich wenig motiviert bin, all diese vielen Meter zu laufen. So. Trifft den Placids-Leuten. Bin ja schon sehr gespannt, was Brigitte mir zu sagen hat, aber eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass sie mir großartig helfen kann. Wie dem auch sei. Oh, das ist hier nicht diese Unterführung, die ich kenne, wo ich mal überfallen wurde. Das ist eine andere. Die Leute wohnen hier einfach nur, ne? Kommt mir zumindest so vor. Grand Imperial Mall. Naja, Gym. Ist eigentlich witzig, dass es die Gym ist. Also, wie die Sportbude, was ja auch ein Gym ist. Walken Sie da ein, sprich mit seinen Leuten. Wahrscheinlich kann ich hier wieder niemanden, muss ich jetzt Leute jetzt wirklich mal wieder würgen. Meine Leute, red mit ihnen. Du bist wie? Grüße. Wissen die, dass ihr hier seid? Das hier ist unser Revier, unser Zuhause. Wir müssen hier keine Geister sein. Lushan, sei ein Geist. Du musst still sein, unsichtbar. Ihr kennt den Weg rein? Wurde mir gesagt. Ja, Garage, von hinten. Aber pssst, leise, ja?
Was Interessantes da drüben passiert? Seit wir hier sind, ist alles ruhig. Niemand rein, niemand raus? Nun ja, einmal sind sie raus für Proviant. Nun ja. Na gut. Tiefgarage also. Das ist die Grand Pyril, also Gym und also wie das Sportstudio halt, ne? Also die Sporthalle. Passt dann wieder zu den Animals. Ja, sieht hier schon sehr reich aus. Wo dieser Glaskasten da hinten schon wieder das das Epidom, das du kommst hier nicht rein ist. Aber er scheint vor allen Dingen oben nicht mit so einem Symbol, ne? Das war vorher anders. Okay, da vorne sind Leute. Türsteher? Wäre vielleicht besser gewesen, wenn ich nachts gekommen wäre, oder? Aber egal, ich hab ja eigentlich nicht vor, hier einzudringen, ne? Die hat die Schutzmaske an sich an, aber doch irgendwie aus. Was du gerade siehst, wie machst du den? Aha. Die Türsteher. Ja, die scheinen aber auch nicht besonders gut zu beobachten, ne? Es sind leider drei. Zwei hätte ich herausnehmen können. Auf der anderen Seite wäre es wahrscheinlich eh unklug, um die Türsteher wegzunehmen. Da kann ich ja nicht einfach mit meinem Cyberbein nicht hochspringen. Das ist nicht so anders, würde ich über den Boden kratzen, ne? Ich muss aufpassen, wenn mir irgendjemand sieht. Was ist denn ja noch wer? Totengräberin. Schwere Körperverletzung. Was? Schwere Körperverletzung? Achso, das sind die gesucht. Da sind zwei. Sitzen nur da. Und? Nichts. Sitzen nur da. Tja. Ich war nicht über den Hof, ne? Ob ich das schaffe, einfach zwischen den beiden durchzurennen? Wie oft drehen die sich um? Ich komme mir nicht so vor, als wäre ich besonders leise. Jetzt könnte ich übrigens doch wieder meine. Die Blindheitsdinger, die Augen abschalten, Cyber wäre ganz gut gebrauchen. Wenn wirklich die Maßgabe ist. Heute ist so langweilig, die sind alle nur am Fressen. Dann bringen wir ihn in ein paar Tagen mehr. In ein paar Tagen? Wie lange sollen wir hier noch rumhocken? Könnte noch dauern. Irgendwas läuft nicht nach Plan für den Obermacker. Ah ja. Übrigens schön übrigens auch, dass wir. Das hier zwar. Ach, bis hierhin ist nicht mehr feindlich gewesen, dass wir hier schön hacken können und alles. Also, dass wir in diesem Netzwerk sind. Seh ich. Der Kamionett. Check ihn. Okay. Ah, verlangt schon viel, ne? Praktisch, ne? Wenn man so springen kann. Was ist das hier? Libertär. Keine Ahnung, wo ich hier gerade eingebrochen bin. Bazar. Aber hey, ich sollte mich über jede blaue Pistole freuen, die ich finde. Keine Sau hier, ne? Komm mal. Ich hoffe, das galt nicht mir. Das kann ich nicht sein. Ich war bis jetzt absolut diskret. Mehr diskret als ich kann man eigentlich gar nicht sein. Ich halte mich aber sehr daran, keine Spuren zu hinterlassen. Unterwegs. Oh. Jetzt? Ich wollte eigentlich gar nicht das Dings machen. Er wollte doch gerade was sagen. Warte, wer war das? Was glaubst du? Der Runner, den wir suchen, wollte dich hacken. Für die Extra ist von uns. Ist erstmal alles okay. Also, weiß er, dass ich hier bin? Aha. Das war gerade das Breach-Protokoll-Dings? Ich hocke hier absolut unauffällig, ne? Mit der extra Eis von uns, das ist ja schön. Ganz schön viele Leute hier im Dings, also wenn ich mich hier doch rausschießen sollte. Könnte das minimal ungemütlich werden, ne? Dickschädel. Krass. Hm. Gut, ich könnte die Hälfte jetzt schon rausnehmen, ne? Einfach mit Systemneustart.
Merkt das irgendjemand, wenn ich den Geschützturm runterfahre? Ich mach mal einfach gar nichts. Aber an sich ist ja der Stealth-Ansatz schon komplett gescheitert, oder? Wenn man so will. Ich weiß nicht, wie viele Leute ich eigentlich wirklich markieren kann. Weil die wissen ja schon, dass ich hier bin oder nicht. Die Animals werden aber alles Cyberware drin haben, oder? Na gut. Hm. Da vorne ist auch einer. Na gut. Wo sind wir hier noch? Secondhand-Zündslederweste, Mensch. Kick an. Hoffentlich mit Chaos und Radon. Das wäre so ein Ding hier. Warte mal, die Zündslederweste interessiert mich gerade sehr. Hat die Slots? Die hat nur einen. Aber die hat 104 Panzerung von alleine, ne? Was halt auch nicht schlecht ist. Also Basic-Panzerung ist ja auch nicht schlecht. Vor allen Dingen, weil ich glaube, das Panzer-Plugin bringt mir auch abhängig, also das Armadillo-Ding. Jetzt habe ich halt platziert, so ein komisches Fenster. Das bringt auch Panzerung abhängig davon, wie viel du Grundpanzerung hast. Das macht irgendwie einen Flatwert plus prozentual irgendwie so. Die Haupthalle. Finde den Kamionett. Naja, der steht wahrscheinlich mitten drinne, oder? Irgendwas guckt da vorne. Ich frage mich jetzt lange die Zeit, die kommt. Große Neueröffnung, willkommen in Oberdorf. Jetzt gibt es interessante Sachen über den Ort hier zu lesen. Große Neueröffnung, willkommen in der Grand Imperial Mall. Zur Feier der großen Neueröffnung der Grand Imperial Mall bieten wir Ihnen 30% Rabatt auf alles im Haus. Nur heute mit dem Code WELCOME30KIM können Sie jetzt Ihren Rabatt in Anspruch nehmen. Hunderte von Angeboten für tausende Produkte. Sie können sich nicht entscheiden, lassen sich von einem unserer Verkaufsexperten beraten. Sie können nicht mehr tragen, schauen Sie im Kino einen Film. Sie sind erschöpft, kein Grund zu gehen. Schlafkabinen stehen für Sie bereit. Und denken Sie daran, mit jedem Einkauf nehmen Sie automatisch an unserer Verlosung teil und können gratis Tickets für das Riesenrad in die Achterbahn gewinnen. Vergessen Sie nicht die besten Aussichten auf Night City Skyline. Aha. Okay. So, ihr Linker, wäre günstig, mal jemanden rauszunehmen, oder? Da wird ja hoffentlich keiner vermissen, oder? Weil das, wo ich das sehe, steht das Drecksauto halt mitten in der Haupthalle. Das ist halt so ein bisschen schwierig, macht das Ding näher zu scannen, oder? Hier sind echt viele Leute. Und ich könnte hier wahrscheinlich Stück für Stück rausnehmen, oder? Weil die sehen mich ja nicht. Ist der Ende, dass der Hulk da vorne dreht sich gleich um, dann müssen wir mal ganz schnell was machen. Wäre mir recht lieb, wenn ich nochmal aufhören würde zu latschen. Ich muss ja wieder zu dieser Dreckskiste zurück. Ja, vielleicht. Im Ernst? Scheiße, echt? Klar, Mann! Klingt nicht mehr so ganz weiblich, ne? Mhm. Na gut. Hätte ich auch gleich machen können, ne? Naja, gut. Ich muss vor allem die Leute hier aus den Rängen auf. Was wegwerfen? Das klingt irgendwie falsch. Netschaman. Oh, jetzt geht's aber los hier. Pazifika hat alles, was man von einem Ort mit der derartigen Ruf erwartet. Zwielichtige Bars, dubiose Läden und natürlich die allgegenwärtige Präsenz der mysteriösen Voodoo Boys. Inwiefern mysteriös, fragen sie. Schließlich ist es für die Gangs nichts ungewöhnlich, Geheimnis zu haben, von denen der Rest der Stadt nichts ahnt. Und die Voodoo Boys unterscheiden sich überhaupt nicht von irgendeiner dieser Gruppen. Oder doch? Lassen Sie mich Ihnen eine Frage stellen. Waren Sie schon mal als zufälliger Passant in einer Gangschießerei verwickelt? Sicherlich öfter, als Sie zählen konnten, oder? Nächste Frage. Wer war dort? Die Valentinos, die Tiger Claws, Maelstrom oder vielleicht Six Streets? Aber nicht die Voodoo Boys. Niemals. Je nachdem, wenn man fragt, erhält man die unterschiedlichsten Antworten, Geschichten und Meinungen über diese untypische, scheue Gang. Sie sind die Anführer von Night Citys haitianischer Diaspora. Sie bringen Blutopfer in Form von geschlachteten schwarzen Hähnen dar. Nur Gott, woher sie die haben. Sie kommunizieren über Gebete mit ihren Urahnen. Sie beschwören Geister und überlassen die Kontrolle über ihren Körper. Sie benutzen okkulte Voodoo-Puppen, ihren Feinden Schmerz, Krankheit Leid zu bringen. Sie mögen diese Behauptung für leere Gerüchte halten. Aber können Sie wirklich sicher sein? Manche Leute behaupten, sie wären im Deepnet, den Netrunnern der Voodoo Boys, begegnet, umgeben von Vampiren und Leviathanen, beiden noch schöner und gefährlicher, als wir sie uns im Real Space ausmalen können. Durchquerten sie diese eigenartigen Cyberspace aus Gründen, die nur sie selbst kannten. Wer sind sie also? Wonach suchen sie? Wie lautet ihr Plan? Nun, sicherlich ist es klüger, sich diese Frage nicht zu stellen. Manche Geheimnisse bleiben besser unentdeckt. Ich vermute mal übrigens, mit den Geistern sind wahrscheinlich die freien KIs außerhalb gemeint, oder?
Weil wir hatten jetzt bei den Piralis ja auch schon so. Ja gut, ich weiß ja schon, worauf es hinausläuft. Also das ist ja, die Quest ist ja bis hierhin auch irgendwie klar. Ja, an sich wäre es wahrscheinlich ganz klug, weiterhin die Leute... Wo so viel sind, das ist da unten gar nicht, ne? Das sind nur die beiden und der Geschützturm. Obwohl ich die Karre auch noch nicht gesehen habe. Ist weiter oben eigentlich noch irgendwer? Da hinten sind noch mehr, oder? Das sind gleich drei. Van gesichtet. Da ist ja auch einer, ne? Kann ich leise landen? Ich glaube, ich habe das nicht... Ich habe das nicht gelevelt, das lautlos landen, ne? Muss den mal eben rausnehmen. Wenn es sein muss, erledige sie nacheinander. Das muss leider sein, weil das ist... Ja, ist nicht so leicht. Gibt es hier irgendwo eine Kiste, wo ich den Typen sauber entsorgen kann? Ja, da oben wäre eine Kiste, ne? Ansonsten... Ich packe ihn hier mal in die Ecke. Er ist bestimmt jetzt gleich Matsch, oder? Oh nein, er hat überlebt. Noch, noch. Obwohl es noch nicht so ganz ersichtlich ist, dass sie verletzt sind, ne? Das müsste ich aber eigentlich hinkriegen. Also die große Kunst ist ja immer gesehen, nicht gesehen zu werden, oder? Rangeln. Sie stehen nur auf einer Seite vom Van, oder? Okay, bin am Van. Kein Zeichen vom Runner. Ich sehe alles. Also sei still. Verbinde dich mit dem Wagen. Ja, warte mal. Ich muss ja mal kurz diesen Geschützturm hier rausnehmen. Wo wir hier gerade so einen Zoom kam. Hier liegt ja noch was. Was? Neue Karriere? Kommt zu Netwatch? Abdringende Netrunner aufspüren, Demons bekämpfen, das amerikanische Net wieder aufbauen. Das sind nur einige Aufgaben, mit denen sich die Spezialagenten von Netwatch täglich befassen. Wenn du lieber dein Augenlicht verlierst, als dir in die Karten sehen zu lassen, wenn dein Treffen mit Mephisto lustig für dich ein Spaziergang ist, dann wird es Zeit, dass du dich unserem Team anschließt. Das sind deine Aufgaben als Netwatch-Agent. Du patrouillierst alle öffentlichen Zugangsebenen des Netz, du spürst illegale Netrunner-Aktivitäten auf und eliminierst sie. Du machst Jagd auf gefährliche KIs, du findest und neutralisierst Bedrohungen in den ältesten Teilen des Deepnets. Du verhinderst, dass sich Leute und Menschen hinter die Blackwall begeben und hilfst bei der Erweiterung sicherer Netspace zum öffentlichen Gebrauch. Dank Netwatch sind tausende Menschen Lage, zugelassene Suchmaschinen und andere Netdienste frei zu nutzen, ohne schändliche Demon-Bedrohungen fürchten zu müssen. 24 Stunden am Tag, 350 Tage im Jahr. Wir arbeiten unermüdlich, um beschädigte Daten vorzuliminieren, Informationen zu sichern und deinen gefährlichen Cyberverbrecher festzusetzen. Hast du das Zeug zum Netwatch-Agenten? Dann bewirb dich noch heute. Das Einzige, was mich an Netwatch interessiert, ist den Diamantel. Ich bereue das bestimmt sicher, bestimmt gewaltig, mich hier jetzt reinzuhacken, oder? Wo du schon mal hier bist, sagst du mir vielleicht, was wir sehen? Datenflugkarte von Pacifica. Sie wollen Agua. Wer sind Sie? Netwatch. Sie sind immer hinter uns her. Tja. Habt ihn wohl ans Bein gepisst, ha? Huh? Glaub kaum, dass sie ohne Grund angreifen würden. Gibt einen Grund. Immer denselben. Reso Agua. Ein Netz, das sie nicht sehen, nicht anfassen können. Aha. Tja. Wonach suchen Sie genau? Interne Datenspeicher. Wenn Sie unsere Eis durchbrechen, holen Sie sich Agua und das ganze Netz. Wie damals bei Bartmus. Aber ihr habt doch garantiert Webcrawler. Code Mirrors. Haben wir. Die wollen Sie auch. Wie ist das mit Offline-Backups? Wie schlimm ist das? Ich weiß nicht, wie viele Daten Sie haben, aber Ihre Karte ist nicht vollständig. Sie haben noch keine Quellvalidierung. Okay. Okay, was soll ich machen? Den Agenten erreichen. Jetzt finden wir ihn leicht. Sieh auf die Karte. Er ist im Kino. Tritt beiseite. Das ist nicht dein Krieg. Matt. Was ist passiert? Wir werden rausgedrängt. Der Runner weiß, dass du hier bist. Hol ihn dir. Könnt ihr ihn nicht übers Netz erledigen? Er ist bestimmt mit dem Van verbunden. Ich kann seinen Schutz nicht durchdringen. Du musst ihn finden, ihn stellen. Ah ja. Okay. Was mache ich, wenn ich ihn hab? Sag ich dir dann. Der Agent versucht dich zu blockieren. Die Animals kommen gleich. Durch den Aufzugsschacht zur Lobby auf der linken Seite. Dort sieht dich niemand. Da komme ich vor allen Dingen her, ne? Oh. Ich finde das nicht gut, dass ich das Ganze, dass das alles wie drahtlos immer vom... Oh cool. Das kann ich übrigens auch.
Davon lasse ich mich nicht einschüchtern. Aber ich glaube, ich komme nicht bis ganz hoch, oder? Ups. Ist nicht irgendwo eine Treppe? Düm, 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 düm. Achso, ich hätte auch den Aufzug schon mal hochlaufen können, ne? Ich würde dieses Film hier komplett ignorieren. Oh, sie werden bestimmt ihren Kumpel finden, oder? Ach, naja. Ärgerlich. Aber vielleicht finden sie ihn auch nicht hinter der Ecke, ne? Dann komme ich hier vielleicht ganz gut durch. Ich glaube, ich kann aufhören zu schleichen. Achso, das ist ja... Ja gut, das wäre ich gewesen von ihm, ja. Kehre um? Ah, nee, kehren sie um. Ach, schön. Augen auf jetzt! Was ist los? Du kriegst gleich Gesellschaft. Scan sie sofort. Ja, gut. Ping? Warum kostet denn der Ping 5? Sie muss eine Schwachstelle. Matilda Korose? Ja, Cyberverstörung könnte ich machen. Was hab ich denn jetzt gesehen? Nix, oder? Achso, ich kann sie nicht so weghacken, ne? Gut, Breach-Protokoll bringt wahrscheinlich eher nicht so viel in mich an. Wie komme ich denn hier am billigsten an 1C ran? Tjo, was macht denn, was war denn Cyberwehrstörung? Komm schon, trau dich! Guck mal, welche Schilde. Ah. Ich habe mein Scharfschützengewehr vorher nicht nachgeladen. Habe ich nicht ihre Cyberwehr gestört? Kümmere dich um den Sasquatsch. Warum habe ich das mal nicht gespeichert? Das kann wohl nicht schwer sein, hier vorbeizukommen. Der. Ich könnte sie auch einfach ignorieren, ne? Obwohl das Position mit Preisgeben passiert sowieso, oder? 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 Düm, 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 düm. Okay. Auf jetzt! Was ist los? Du kriegst gleich Gesellschaft. Scan sie sofort. So schlimm, ha? Sie muss eine Schwachstelle haben. Meine Crew sieht schon alles ab. Ich kann einfach um sie rumrennen, oder? Habe ich nie extra Stealth gelevelt, dass mich halt Leute wegen sowas halt nicht gerade sehen können? Meine Crew sucht alles ab, ja. Hier liegt übrigens so überraschend viel Munition, aber das ist... Übrigens, ich bin sehr enttäuscht von meiner Rüstung, ne? Da hast du 1500 Rüstung, da passiert einfach gar nichts. Geht die Tür hier auf? Natürlich nicht. Schon ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Düm, 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 düm. Sie muss eine Schwachstelle haben? Er hat einfach gar keine Schwachstelle. Also außer vielleicht mit Blindheit geschlagen zu sein, oder was ist denn das eigentlich? Ach, guck mal, die hat hinten so ein Leuchtimplantat. Warte, also müssen wir mal kurz protesten. Komm schon, trau dich! Das funktioniert tatsächlich ziemlich schlecht, muss ich sagen, ne? Also das verliert sie halt die Hälfte der Lebenspunkte, aber das ist ja irgendwie nicht so gut, wie einfach an dir vorbeizuschleichen, oder? Das ist, Alter, was ist, bringt denn das? Gut, das ist jetzt halt zwar halb tot, aber was habe ich davon? Ich finde diese Wände echt ziemlich cool, die hier aufkommen. Schade, dass wir die nie genauer sehen werden, weil wir um dieses Problem gar nicht kümmern werden. Kümmere dich um Sasquatch, das ist optional, oder nicht? Muss ich sie wirklich tot kriegen jetzt? Düm, 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 düm. Ist doch der Kinesa, oder nicht? Kompromittiere ihn. Wir brauchen Zugang zu ihren Daten, klar? Du musst zuerst... Placid? Es ist vor allen Dingen ein 3D-Film, oder? Tja. Oh, hey, sachte. Was hast du gemacht? Jetzt können wir ungestört reden.
Hab die Verbindung zum Rest von Pacifica getrennt. Uns etwas Zeit verschafft. Ah ja. Akte Sasquatch. Wenn du was anzubieten hast, sag's jetzt. Sasquatch ist seit 2015 die Anführer einer Gruppe von Animals. Sie hat bewiesen, dass sie bereits auf Vorschläge und Ergebnisse zu hören, aber sie duldet weder Disziplinlosigkeit noch hinterfragen ihre Befehle. Körperliches Leistungsvermögen, herausragende Intelligenz, durchschnittliche Gerissenheit, Gewandtheit, typisch für die Gang der Animals, machen ihre mangelnde anspruchsvollen technischen Können wett. Stärke, verantwortungsbewusst, zielorientiert, professionell, Schwächen, unabhängig bis hin zur Arroganz. Effektivität bei bisheriger Aufgabe hoch. Empfohlung für aktuelle Aufgabe ja. Das. Bla. Gerade wolltest du mir noch eine Nulllinie verpassen. Und jetzt willst du reden. Nulllinie? Nein, nur ausbremsen. Aber ich hab dich wohl unterschätzt. Als ob! Na gut, dann lass mal hören. Du hattest deinen Spectre, oder? Er hat dich beobachtet und du hast seine Befehle befolgt. Keine Ahnung, was die Voodoo Boys zahlen, aber unsere Taschen sind tiefer. Das bezweifle ich irgendwo. Ich bleib lieber bei meinem Plan. Irina Cortes, Rapid Fire, Heavy Mountain, Day Soldier. Das war ja super. Systemneustart. Das war vielleicht nicht so klug, oder? Hätten wir ihn nicht vielleicht vorher irgendwie fesseln sollen oder so? Ja, das lief ja großartig. Oh, er ist immer noch tot. Hey, wie? Alles okay? Sekunde. Du wärst fast verreckt wie der. Ach, too much information. Was ist passiert? Was denkst du denn? Die Voodoos haben gelogen. Du wurdest beschissen. Du warst ihre gottverdammte Kamikaze-Drohne. Muss die Belohnung für deine Hilfe gewesen sein. Vielleicht war das auch Netwatch. Und die Voodoos wissen nicht, dass ich überlebt habe. Und Placid wischt sich die Tränen weg, sobald du lebend bei ihm auftauchst. Komm, lass uns zum Bettys und den Scheiß endlich klären. Der zum Bastard. Betty? Ich hoffe, er mag Überraschungen. Aha. Jetzt wäre natürlich interessant zu wissen, was passiert, wenn ich tatsächlich mit ihm geredet hätte, mit unserem guten Agenten hier, ne? Ah, gut. Also richtig getraut habe ich den Netwatch-Agenten trotzdem nicht, ne? Was? Mal was, liebe Boudons? Relikangebot? Ah, von Evelyn Parker an Briodel, Netwatch Spezialangelten. Wenn ich weiter an die zuständige Person weitergeleitet werde, suche ich mir einen anderen Körper für den Relic. Ich weiß, ihr haltet mich hin, weil ihr versucht, meinen Hintergrund zu checken, aber ihr verschwendet eure Zeit. Also, was ihr wissen müsst, habe ich euch schon gesagt. Ich habe den Relic 2.0, den Bioshop, auf dem das Konzert von Johnny Silver ist. Ich weiß, dass ihr nicht auf irgendein Stück nochmals ein Gramm aussetzt, sondern ihn genau haben wollt, um A zu kontaktieren. Das ist Standardprotokoll. Wir brauchen mehr Informationen über die Transaktionen, die von dir verlangte Summe zu autorisieren. Wer hat die ursprünglich mit der Beschaffung des Chips beauftragt? Was sind das genau für Leute und warum ist ihr Interesse am Konstrukt von Johnny Silver? Wer hat die Bioship-Extraktion geleitet? Wer war daran beteiligt? Was sind die technischen Spezifikationen des Relics? Das ist kein gewöhnliches Angebot, also kannst du dir dein Standardprotokoll sparen. Es geht hier um exklusive Arasaka-Technologie. Wer die Extraktion geleitet hat? Ich dachte, das liege auf der Hand, dass ich das war. Darum rede ich hier mit Ihnen. Und diese Leute sind die Voodoo Boys. Noch ein Detail, das dir wahrscheinlich schon bekannt ist. Letzter Agent, mit dem ich gesprochen habe, hat mir Schutz und neue Identität zugesprochen, sobald der Transfer abgeschlossen ist. Ich erwarte, dass das Wort gehalten wird. Ah ja, bezüglich des Falls für Agent Erstellung von Sonderbefugnissen. Okay, also die Typen sind hier. Oh, was sind das hier noch? Bulli. Erhöht den kritischen Schaden um 30%. Okay. Das ist halt immer ganz gut so auf Ausrüstung, ne? Na gut, dann würde ich sagen, an der Stelle Kondome Bluegrass. Aha. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann mal die Leute hier konfrontieren und mit denen mal reden, mal gucken, was dabei rumgekommen ist. Macht's gut, bis dann. Ich wünsche euch was Gutes. Tschüss.